Moinsen, mein Name ist Meik Taroka und das ist Let's Play Klonoa Beach Volleyball. Brutal heiß ist das in diesem Raum, ich weiß nicht warum. Ich kacke so ein bisschen ab, aber das ist okay. Die letzten zwei Folgen sind nicht besonders gut angekommen, habe ich das Gefühl. Aber das Spiel ist auch wirklich nicht besonders interessant. Vielleicht sind da auch manche Leute der Meinung, oh mein Gott, das ist so ein Kinderspiel, wie kannst du das spielen? Entschuldigung, aber ich habe Digimon gespielt, Leute, was ist euer Problem? Wir haben die ganzen normalen Charaktere einmal gespielt. Jetzt kommen die Special-Charaktere, richtig? Also die freischaltbaren. Nehmen wir ganz. Ich muss gewinnen, oder? Warte mal. Einfach nur muss gewinnen. Muss gewinnen. Okay. Computer Level 1 ist okay. Wir spielen jetzt ausnahmsweise mal mit denen. So, das wird dann auch schon wieder wahrscheinlich die letzte Folge. Vielleicht machen wir noch ein bisschen so in dem Schaukampfmodus die letzten Sachen, die wir freigeschaltet haben, zeigen. Aber ansonsten, lasst uns anfangen! Hier bin ich! Ich hätte jetzt einfach nicht Galen als anderen Spieler nehmen sollen, den hatten wir letztens erst dabei. Egal, wir nehmen das Team, gegen das wir später auch selber spielen werden. Vor allem muss ich Galen auch nicht mal selber spielen, das ist ein bisschen viel Galen-Action. Was war das denn? Die Katze so viel zu spät, so voll vors Netz gejumpt. Donk. Ha! Miau! So, Freunde. Es ist ein kurzes Spiel. Ich finde es übrigens sau dumm. Also, wir werden das in den drei Folgen durch, ist kein Thema. Sind natürlich trotzdem ein paar Stündchen gewesen. Aber ich habe mir überlegt, ich werde es wahrscheinlich wirklich machen. Ich werde ein großes Spiel spielen. Ein großes Spiel, das ich sehr gern habe. Zwei CDs. Schöne Story. Tolle Charaktere. Ich habe mir Grandia auf die Disc gepackt. Auf die PlayStation gepackt. Ich habe mir die Grandia Disc. Ich habe das Spiel original. Das ist ja kein Thema. Ich habe es halt trotzdem als ROM draufgeschmissen. Es ist keine ROM, es ist eine ISO. Oder ist es eine BIN und eine Q, was auch immer, wie die Dateien heißen. Egal. Es ist auf jeden Fall. Es ist drauf. Und ich denke mir. Ich könnte das eigentlich mal machen. Weil auf das Spiel habe ich tatsächlich irgendwie Lust. Das hatte ich bei Final Fantasy X auch, aber dann ist mir eingefallen, dass der Anfang super lästig ist. Das sagen Leute bei Grandia zwar auch, aber da wollte ich ihn gar nicht hinspielen. Ich wollte in die Mitte spielen. Was sind eigentlich die Punkte aktuell? Oh! Jetzt bitte fang den! Oh Gott, weißt du, was ich jetzt mache? Dahin. Da kriegen die den nämlich wenigstens. Guck! Und jetzt! Feuer! Und sie sind verbrannt und ich habe 18 Punkte gemacht. Was für ein schöner Run. Junge! Nee. Das war heftig. So einfach! Der sieht auch so... Weiß ich nicht, der sieht aus wie so ein Sonic-Charakter, wenn ich das so sagen darf. Nee, seriously, der sieht aus wie ein Sonic-Charakter, nicht wie, keine Ahnung, nicht wie so ein Klonoa-Charakter. Ich meine schon, die Charaktere sehen alle so ein bisschen Sonic-mäßig aus. Ich habe keine Ahnung, kann man das so sagen? Hat was von so einem Sonic-OC einfach, keine Ahnung. Er gibt mir starke Shadow und so ein bisschen... Ich weiß nicht. Einfach nur, weil er kein Igel ist. So ein bisschen Tails-Vibes. Ich weiß nicht. So ein böser Tails. Nur ohne die Schwänze. Das klingt komisch. Ich hab was. Oh Gott. Hatte Vitus mir, glaube ich, jetzt so ein. War das das? Ich glaube schon. Ein Bild. War das ein Bild? Ich habe keine Ahnung. Vitus hat, glaube ich, einfach nur. Hat das einfach nur gesagt, man hat das irgendwo gesehen hat. Tails fehlt irgendwie ein Schwanz und dann how are we ultimately name him? Weil er irgendwie so. War das da? Hatte Vitus das gesagt oder war es irgendwer anders? Ich habe mit niemand anderem gesprochen, das ist das komische. Oder habe ich das irgendwo gelesen einfach? Aber ich war so verwirrt davon, weil ich irgendwie dachte, er hätte mehr. Als zwei Tails. Okay, nochmal. Weil es so schön war. Es wird kein perfekter Run, aber ist okay.
Aber 12 Punkte sind auch gut. Bumm. So einfach. Aber ja, Galen hat auch da sein Auge bedeckt. Und ich meine, sein Auge ist trotzdem so komisch rot und gedreht. So eine ganz komische Pupille. Oder eine komische Iris. Wer ist denn Iris? Nee. Wer ist denn diese Lisa, Manfred? Oh Gott. Warte. Ja, komm, er macht jetzt die ganze Zeit die Punkte hier. Pff. Zack. Guckt euch das an. Die machen ja, die leisten gar keine Gegenwehr. Bams. Das war schön. Können wir das nochmal sehen? Das war nice. Wenn ich den jetzt nicht gefangen hätte, dann wüsste ich auch nicht mehr. Bums! 4 Punkte, ich kann wieder den Matchball machen, das gefällt mir. Sorry. Da ist der perfekte Run vorbei, wobei der sowieso nie perfekt war, weil ich ja vorhin schon mal... Ach komm, hier, machen wir noch ein paar Bomben! Oh nein, nein, nein! Ich hab's verbockt. Entschuldigung, ich habe auch das Mikrofon angestoßen. Seit ich das hier alles ein bisschen anders hingestellt habe, weil ich einen zweiten Monitor auf dem Ding stehen habe, steht mein Fernseher, der steht... ihr solltet das nicht sehen. Ich meine, das ist ein alter Schrottfernseher eigentlich. Der war damals so teuer. Dafür, dass das so kleiner... Was ist das denn? 24? 21? 21 Zoll war es, glaube ich. 21 Zoll Fernseher ist das nur. Das ist der kleine hier, den ich hier stehen habe. Zum Aufnehmen sonst. Der stand vorher auf dem Tisch und jetzt steht er auf der Packung von einem Heliumbehälter. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe noch von der Geburtstagsfeier von Vitus habe ich hier noch diesen Heliumbehälter stehen. In dem Karton, wo der drin war. Und ich habe den Fernseher einfach da drauf gestellt. Damit der hier noch irgendwo in der Nähe steht. Ein bisschen angehoben. Damit man da drauf gucken kann vernünftig. Und seitdem, ich muss auch immer das Mikrofon jetzt ein bisschen hier rüber stellen. Und das steht jetzt genau vor dem Schreibtisch. Es ist total wild eigentlich, wie das hier gerade aussieht. Und überhaupt nicht praktikabel. Weil immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nochmal irgendwas googeln muss oder so. So wie bei dem... Immer wenn ich bei Digimon versucht habe, den Guide zu benutzen, also das Let's Play da aufzumachen, dann musste ich... Oh mein Gott, wie komisch siehst du denn aus? In lila? Ach komm schon, bist du zu blöd, Galen? Was machst du denn? Dann muss ich so komisch an dem Mikrofonständer vorbeigreifen, damit ich irgendwie an die Tastatur oder an die Maus komme. Das ist ein bisschen wild. Also ist etwas unpraktisch. Das Gute ist, dass ich für Grandia definitiv keinen Guide brauche. Das Spiel habe ich so viel gespielt. Aua. Nicht fair! Nur einfach nur zu blöd, Galen. Du musst dir ein bisschen Mühe geben, okay? Okay. Okay! Genau. Das hat nur der Falsche gesagt. Gib mir den. Punkt. Zack, Punkt für mich, aber wieder an die gleiche Stelle, ich Trottel. Dann spielen wir den halt jetzt da unten hin. Genau da. Ich habe den Ball wieder versteckt. In so einer Ecke da hinten. Nimm das! Na, ich dachte, der geht besser rüber. Bam! Der hat sich jetzt gelohnt, das war ein Punkt für mich, aber nimm das! Ach, ich muss mir das merken, wenn ich den annehme, muss ich auch nach vorne drücken. Damit der hier vorne bleibt. Weil wenn ich einfach nur X drücke, spielt er den halt mittig. Habt ihr gesehen? Der ist in der Mitte geblieben auf meiner Seite. Ich muss ihn halt auch beim Annehmen in die Richtung drücken. Was dann immer schwierig ist, wenn man...
wenn man dann so unnatürlich in eine andere Richtung, als der Ball sich gerade bewegt. Boah, das gibt es nicht. Du Schwachkopf. Oh boy. Na komm. Ich hätte jetzt gerne mal wieder so einen richtig schönen Schmetterball. Nein! Fuck. Das Gute ist, dass diese Idioten da auch nicht... Das war sehr knapp gerade. Dass die auch viel zu blöde sind, um ihren Special Move aufzufüllen gerade. Die kriegen das nicht hin. Yes! Ein Punkt für mich. Und wenn ich da jetzt noch unten einen hin... Ich hasse dich. Galen! Das war mein Fehler, ich weiß. Fehler stand da sogar. Okay. Ich meine, das war nicht das, was ich wollte, aber jetzt reicht mein Special Move. Gucken, wer ihn benutzt. Ja, das reicht. Zack, der geht auch durch. Und die beiden sind verbrannt. Und fallen um wie so nasse Säcke. So einfach. Oh, morgen ist ein Feiertag. Da muss ich mich auch mal dran gewöhnen. Die Tatsache, dass ich jetzt wahrscheinlich noch eine Woche frei habe danach. Wir haben heute Sonntag. Den 19.05. Ich war den Großteil des Monats nicht da. Und dann habe ich ab dem 17. nächsten Monat auch schon wieder Urlaub. 2 Wochen. Das ist da, freuen die sich bestimmt. Ich kann nichts dafür. Ich hab Aua. Und das hat heute Morgen so weh getan. Oh, das war schlimm. Ich hatte das Gefühl, die Schmerztabletten haben etwas früher nachgelassen. Jetzt geht's wieder. Aber heute Morgen war echt schlimm. Ich glaube, ich habe auch einfach draufgelegen auf der Verletzung. Das kann sein. Na komm! Jetzt nimm doch! Plopp! Dankeschön! Es war absolut nicht da, wo ich hinspielen wollte, aber ist okay. Da oben möchte ich hin, tatsächlich. Eigentlich. Frag mich nicht warum, aber. Vielleicht auch da. Da wäre jetzt gut, da würde ich ihn. Oh! Knapp! Nicht da. Mann! Warum nimmt er denn immer unten mit an? Das geht doch nicht. Zack, vielen Dank. Dann nehme ich halt eben den. Ist auch gut. Oh. Er hat schon wieder unten angenommen. Hör doch auf damit. So, genau da muss... Hat er aber nicht genommen. Jetzt aber. Yes! Eine L-Form. L steht für Liebe. Dodgeball. Der Film. Kennt ihr den? Der ist scheiße. Den habe ich so oft gesehen, weil Chris das unbedingt wollte. Der fand den lustig. Wenn du einen Schraubenschlüssel ausweichen kannst, kannst du auch einen Ball ausweichen. Das wäre hierbei auch wahrscheinlich relativ... Aber man soll hier den Ball ja nie ausweichen. Man soll den hier... Warum ist der Große jetzt gerade gesprungen? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Boah, Galen! Nicht so früh. Ich weiß, ich drücke das. Fuck. Oh nein, sie haben einen Special Move. Sie haben einen Special Move. Sie haben einen Schnitzel Move. Ich habe letztens, gestern genau genommen, so ein Dingens gesehen. So ein Post, da hieß es, ersetze in einem Filmtitel ein Wort durch Schnitzel. Da sind teilweise Sachen rausgekommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach, komm schon. Dankeschön, Punkt für mich. Das heißt, jetzt kann ich den Matchball holen.
Ah, fuck. Was war das denn? Ich konnte ihn jetzt bei mir auf der Seite lassen. Hier, Garland gegen Super Garland. Wer gewinnt? Uh-oh. Ah, geht. Yes! Boom! Spielstand. Gespeichert. Oh, das hat so lange gedauert. Aber der Ball fällt ein bisschen schneller. So einfach. So, was ist denn eigentlich sein Ending? Da war Garland tatsächlich der MVP. Du Verräter! Ich habe dir doch die Spieler und die Bodyguard. Ich habe dir doch die Spieler und die Bodyguards versorgt. Irgendwie sowas. Ich will meine Bezahlung und mein Preisgeld. Ein Moment mal! Er zieht ja eine Waffe. Garland hat noch keiner ausgetrickst. Schon gar nicht ein Grünschnabel wie du. Gib mir mein Geld zurück, oder ich... Oh, wie dumm von mir. Kann ich etwas fragen? Ja. Ich suche einen Jäger mit giftigen Nägeln. Kennst du einen? Wie zum Teufel soll ich einen kennen? Oh. Du bist also fertig. Bumm! Was? Das Haus explodiert. Was für ein Aufwand. Wenigstens habe ich etwas Geld dabei gemacht. Was ist das für ein Motorrad? Ist das pink? Okay, wohin soll ich jetzt gehen? Vater, ich werde mich rächen. Ja, genau, immer diese tragische Backstory. Deswegen ist er irgendwie so ein bisschen böse. Nicht schlecht für einen Tag Arbeit. Bernie Ball, es brennt der? Es brennt doch nicht. Nur die Ruhe, es brennt doch nicht. Ach ja. Wasabi, ein Bulle in Japan. Schöner Film. wo man ihm erzählt, dass es doch nicht brennt. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Da hat sich gerade eine kleine Spinne neben mir abgeseilt. Wollt ihr mich verarschen? Würdest du das bitte nicht machen? Ich hasse Spinnen. Jetzt geht die noch weiter nach unten. Ich nehme jetzt irgendwie so eine große Dingsbums hier. Bumm. Entschuldigung. Mord live on TV. Entschuldigung. Da bin ich schon wieder gegen das Mikrofonteil gekommen. Mit dem Stuhl dieses Mal. Excuse me, Spider-Man. Was war das denn bitte? Hat sie einfach neben mir so abgeseilt. Das ist letztes übrigens auch einmal in einer ganz unangenehmen Situation passiert. Ich saß auf dem Klo und eine ist genau neben meinem Gesicht so gespawnt. Ich dachte, ah, fuck. Bin dann so halb vom Klo gefallen. Ich habe mich voll erschrocken. Dann nehmen wir jetzt noch, guck mal, wir nehmen jetzt... Hier bin ich. Wir nehmen jetzt... Galen und Lolo, einfach weil. Ich hätte jetzt nochmal ganz nehmen sollen, eigentlich nur andersherum das Team. Aber es wäre auch doof. Ah, was ist das eigentlich für ein Quatsch hier? Miau! Ey, meine C-Festplatte ist nicht mehr so unsagbar voll. Ich habe letztens zufällig so ein... ich habe halt auf einem Handy von den beiden, die ich noch benutze. Mein altes halt, das nicht mehr richtig funktioniert, wo die Lautstärke-Taste auch gar nicht mehr dran ist. Wenn ich jetzt die Lautstärke an dem Handy ändern will, muss ich das in den Einstellungen tun. Muss ich extra Einstellungen öffnen und dann Lautstärke suchen. Und es ist super scheiße. Ist aber auch schon ein paar Jährchen alt mittlerweile. Die Dinger halten ja nicht mehr so lang. Anyway. Ich kann den Matchball machen. Pff, was war das denn? Garland macht immer Fehler. Deshalb kümmert sich jetzt auch
Na, warte mal. Das kriege ich besser hin. Lolo um den Sieg. Bitte, geh rein. Die Katze mit den Herzchenaugen. Und sie heben ab. Sieger! Die beiden passen so gar nicht zusammen als Team. Ist mir aber egal. Wo war ich gerade stehen geblieben? Verdammt nochmal. Ich hab's vergessen. Irgendwie haben die mich jetzt voll abgelenkt. Was ist denn das eigentlich? Alle haben so einen pinken Hintergrund. Außer Garland. Der ist grün. Ich wollte auf irgendwas hinaus gerade. Ich hab's vergessen. Hier! Wie das aussah, wie der dem hinterhergesprungen ist, dem Ball. Das müssen wir nochmal sehen. Und? Und dann voll auf die Fresse. Nein! Ach komm schon, Garland. Ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Gefällt mir nicht. Oh boy, let's go! Oh, freut ihr euch schon, wenn ich tatsächlich Grandia spielen sollte? Auf die verdammt schlechte deutsche Synchro in manchen Cutscenes. Die ist halt so übel. Die ist so dermaßen schlecht, aber ich habe keine Lust, extra noch die englischen Videosequenzen rauszusuchen für den Moment, wenn die halt auftauchen. Außerdem mag ich eine Szene, die sehr spät kommt, aber ist egal, die liebe ich. Wo die aus allen drunter fallen, das ist so geil. Auf direktem Weg. Warte mal, das wird fallen? Ja, und zwar auf direktem Weg. Und dann dreht sich so die Kamera um. Und dann fällt dieses ganze Gebilde einfach aus Space herab. Es ist recht lustig. Dort! Oh, das war wieder so knapp. Lolo. Nicht zu verwechseln mit Lulu. Plopp. Jetzt muss ich noch einen da unten in die Ecke ballern. Oh Gott. Ich hab mal vorsichtshalber da noch irgendwie. Bonk. Perfekt. So, ich mach das jetzt nochmal. Pass mal auf. Da so hin. Boah, komm schon. Kann doch nicht sein. Sieger! Ich habe gerade ein Déjà-vu. What the fuck? Ich habe in der Tat ein Déjà-vu und ich kann mich... Ich könnte mich ganz vage erinnern, dass etwas Schlechtes passiert wäre. Ich meine, ich habe etwas Schlechtes ist mir passiert. Ach komm schon, rüber mit dem Ding. Geht rüber! Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden halten. Da gab es mal eine Mythbusters-Folge. Da haben die so bestimmte Redewendungen wörtlich genommen. Und natürlich ist das ja Originalsprache Englisch. Und dann haben die Hit the ground running mit auf dem Laufenden bleiben übersetzt. Und es hat natürlich dann die ganze Zeit mit dem, was die gesagt haben, mit dem, was die probiert haben, umzusetzen als Experiment, hat nicht so richtig funktioniert. Ja! Nein! Scheiße! Ach, komm schon. Rüber da! Ich will doch nur den Ball! Ach, weißt du was? Lolo, mach mal! Bam! Ich wollte ihn erst in die Ecke spielen. Stattdessen habe ich ihm den genau vor die Nase geballert. Bitte, geh rein! Hua! Sieger! Vegas! Sony Vegas. Ich benutze keine Sony Vegas-Version. Sony Vegas gibt's nicht mehr. Das ist jetzt von Magix. Seit Ewigkeiten schon. Ich benutze irgendwie Vegas 14 oder so. Und das ist halt auch schon von Dingens gewesen, soweit ich das in Erinnerung habe, von Magic.
Magics. Aber das ist halt eine Version, die habe ich tatsächlich. So, die gehört mir. Mehr oder weniger. Also die gehört eigentlich Vitus, weil der hatte das in einem, in so einem Humble Bundle damals drin. Da gab es so ein... Was war das? So ein Pack mit Programmen halt. Und da war... Da war das halt dabei. Und dachte, oh, das könnte ich bestimmt gebrauchen. Und ja, so musste ich nicht mehr so eine total legale Version aus dem Internet benutzen. So, ich habe schon wieder 3 Punkte. Dort! Okay! Was, die haben sich verabredet gerade. Wow. Komm. Plöpp. Dankeschön. Und jetzt kann ich genug Punkte machen, um mir tatsächlich den Matchball zu... Oh Gott, war das knapp. Den Matchball zu holen. Lolo! Bitte, geh rein! Und die Herzchen überall. Ha. Ja! Ich freue mich. Es ist 10.42 Uhr an diesem wunderbaren Tag. Es ist so warm. Ich komme darauf nicht klar. Ich sterbe so ein bisschen. Ha. Den ersten, den hat der Galen direkt angenommen. Das große Vieh mit der Zigarre, was ein bisschen aussieht wie eine Karotte, hat den Ball nicht bekommen. Auch zum zweiten Mal nicht bekommen. Ach, fuck. Wie ist das denn passiert? Wie hast du den denn so nah nach da vorne gespielt? Entschuldigung. Was war das denn? Los! Ja, er ist zu dumm gewesen. Garland hat auch mal einen durchgehen lassen. Dort! Das hätte eigentlich ein Schmetterball werden sollen, der ungefähr dahin geht. Hat aber nicht geklappt. Das war gar nicht gewollt. Ich habe nur wieder keine Ahnung gehabt, wie man den Ball richtig bedient. Zack. Nur noch einen Treffer machen. Lolo, schnapp ihn dir. Ja, perfekt. So, jetzt kommt wieder der Smetterball. Vom Special Move. Galen, Galen. Bums. Und das große Tier ist explodiert. Müssen wir uns aber nicht extra nochmal angucken. Mann, das war einfach. Ich meine, das ist auch die leichte Schwierigkeitsstufe. Ich mache das nur einmal mit allen Charakteren, um das Ending gesehen zu haben. Und dann war es das auch mit diesem Spiel. Mehr muss ich nicht machen. Das ist... Ich bin der Sieger. Die Welt gehört mir. Ja, bestimmt. Du! Piep! Piep! Hä? Es ist nicht fair, dass du deine Maschine während des Spiels benutzt. Maschine? Welche? Man wird denken, dass deine Maschine das Spiel für dich gewonnen hat. Was? Du erlaubst dir Scherze über mich? Nun gut, dann benutzt du doch die Maschine. Dann wirst du verstehen, wer das Können hat. Jetzt benutzen die alle. Ja, großartig. Und jetzt haben alle so eine Maschine. Ich wette, mit der kann ich leicht gewinnen. Fang dein neues Spiel an, Beep. Beep, Beep. Galen wurde leicht besiegt. Ja. Ja, ich werde eine Supermaschine bauen, die nur ich benutzen kann. Was wird aus deinen Plänen zur Eroberung? Vergiss sie! Ich hab viel zu tun! Du bist entlassen. Du bist entlassen. Ja. Ich lebe
dreimal hoch! Hurra! 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 Ach so. Du hast eine neue Spieloption erhalten. Klein. Es kann nicht die Charaktere in winzig klein haben. Ja, das klingt ja lustig. Lustig und spaßig und spannend. Kriegt man eigentlich auch einen anderen Hintergrund, so wie bei Mario Kart, wenn man das mit allen Spielern geschafft hat? Das wäre eigentlich ganz interessant. Was muss ich aber mit dem da spielen? Los geht's! Los geht's! Dann nehmen wir Klono, warte mal eben. Los geht's! Und Klonoa in Rot, einfach so böse. Klonoa hatten wir auch nur einmal. Können wir mal machen, mal wieder. Aber beim letzten Mal möchte ich nochmal Tat dabei haben. Einfach nur wegen diesem Roboter. Mau! Der ist so gut. Plöpp. So. Das tut weh. Das tut weh. Wir haben unter der Spielfigur ist immer so ein Kreis, den seht ihr hier gerade auch, so ein leuchtender blauer Kreis. Mit so einem Ding, was sich da im Kreis dreht, ein kleiner Nupsi. Und bei Nahatomb ist er riesig. Guck mal dieses fette Vieh hier an. Gibt's ja nicht. Das ist einfach dreimal so groß wie die anderen Charaktere. Also von der Höhe so ungefähr doppelt. Aber dann auch nochmal in die Breite. So, das Vieh ist halt riesengroß. Juhu! Bams! Da kann ich wieder 3 Punkte machen. Aber ich möchte noch einen weiteren. Flieg! Plöpp! Vielen Dank. So, jetzt kann ich da mein Special Move machen. Machen wir den von dem Großen, um zu sehen. Okay, warte mal. Flieg! Sie nehmen ihn an. Und jetzt! Oh. So passiert das eigentlich. Die werden dann so eingesaugt in so ein schwarzes Loch oder so. Das ist in etwa so wie der Move von Klonoa tatsächlich. Tata! Wer sagt denn Tata? Offensichtlich Klonoa. So. Jetzt ist auch schon wieder ein bisschen die Luft raus in dem Spiel. Das tut weh. Ja, fräst dir mal den Finger ab. Da tut viel mehr weh. Also nicht den ganzen Finger, nur so ein Stück. Aber es ist halt trotzdem. Fingerkuppe abgefräst, tut weh. Kann ich nicht empfehlen, würde ich nicht nochmal machen. Es ist so schnell passiert und das ist das zweite Mal, dass ich an der Maschine... Ich meine, das erste Mal hatte ich nur so fast einen Unfall. Es ist ein bisschen... Ich habe mich einmal so ein kleines bisschen in den Finger... Halt auch... irgendwo an der Fingerkuppe. Aber da habe ich nicht wirklich den Fräser berührt. Sondern nur den Anlaufring, glaube ich. Weil da ist nicht so viel passiert... Aua. Warum sage ich Aua? Da ist nicht so viel passiert auf jeden Fall. Da hatte ich eine kleine Macke am Finger. Da hat man auch Salbe und sowas drauf gemacht. Das sah dann auch schlimmer aus, als es war. Es war halt gar nichts. Irgendwie. So gefühlt. So gefällt mir das. Ach komm schon. Komm. Den auch noch. Den möchte ich auch noch. Dann kriege ich 9 Punkte. Dankeschön. Und die hole ich mir auch. Aber diesmal mit... Oh-oh. Klonoa! Tornado! Der Ball kommt wieder und macht Geräusche.
Haha, tata! Ich wollte irgendwann auch mal Digimon Rumble Arena spielen, einfach nur weil, aber es wird auch sehr, sehr eintönig. Kann man mal in einem Livestream machen oder so. Haha, tata! Nee, Quatsch. Ich streame ja nicht viel. Ich habe letztens, ich wollte bei so einer Umfrage von YouTube, die wurde mir vorgeschlagen, ob ich das machen möchte als Creator mal. Und ich habe damit angefangen, habe die Fragen beantwortet und so weiter. Dann kam halt, was für Plattformen ich benutze für Content Creating und wie wichtig ich die einschätze und ob ich damit zufrieden bin und bla bla bla. Und es endete letztendlich damit, dass ich schriftlich Verbesserungsvorschläge machen sollte. Und dann dachte ich, nee, ich weiß nicht, was ich da jetzt schreiben soll. Und dann, ja. Oder warum ich zufrieden bin oder warum ich unzufrieden bin, sowas halt, sollte ich dann schreiben. Und ich dachte mir so, nee, kein Bock. Und dann habe ich vorher aber schon bestimmt 10 Minuten damit verbracht, diese Scheiße auszufüllen. Boah! Ach, komm schon. Na komm, genau, das, ungefähr das gleiche habe ich auch gesagt. Jetzt gibt. Das gibt's doch nicht! Rüber mit dem Shit! Oh, warte mal, fällt mir gerade was auf. Man kann das tatsächlich. Ich müsste das mal ausprobieren. Man kann den Ball ja nochmal abfangen an der Stelle. Wenn er von weit hinten nach vorne kommt. Ey! Ja, ja, ja! Schade. Aber das müsste ich ausprobieren, ob das geht. Ah, schade. Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Es klappt da auf jeden Fall nicht. Ja. Ich hätte das so gerne gesehen, dass man den nochmal irgendwie abfangen kann und dann in eine andere Richtung spielen. Wenn der so leicht nach vorne geht. Mit dem sollte man keine Aufschläge vorne in die Ecke machen. Das geht einfach nicht. Es geht nicht gut. Hui. So, da haben wir das Abendrotfeld, das Finale gegen Ganz und Galen. Wo ich mir auch schon wieder nicht den Scheiß antun muss. Oh. Zwei Felder gekriegt. Ein Feld gekriegt. Aber ich krieg den Ball nicht. Galen kriegt den Ball. Er kriegt den Ball nicht. Galen ist ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Als er. Der kriegt den nicht. Fantastisch. Geht rüber. Okay, das war nice. Jetzt muss ich den einmal direkt in die Mitte spielen. Direkt in die Mitte, nicht auf den Kopf. Was denn falsch mit dir? Geht rüber! Ach, komm schon. Großer. Vielen Dank. Jetzt den in die Mitte. Yes! Das ist wieder der Matchball. Nein! Zu früh. Ich dachte, das wäre nur bei dem Großen so schlimm. Da? Kriege ich den noch? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Nein! Das war irgendwie doof, oder? Das war vor allem Verschwendung. Ich hätte den einfach schnell spielen sollen, nicht da vorne in die Ecke. Der geht ja immer lahm. Der geht ja immer lahm, geht der.
Der geht immer langsam nach vorne, hinters Netz. Den kann man da nicht schnell hinspielen. Stattdessen muss ich das jetzt so langweilig machen. Warum hat das Vieh an den Seiten Zähne? Ich verstehe es nicht. Aber in der Mitte nicht, obwohl das schon diese angedeuteten großen Zähne hat. Oh Gott, gar... Nahatump in grün. Nahatum. Ich muss aber sagen, in grün... sieht der schon ziemlich evil aus. Oh fuck. Ziemlich... irgendwie sogar cooler, fast. Weiß nicht warum, aber irgendwie hat dieser schuppige Look von dem, so eine große Eidechse oder ein Dinosaurier oder so, das hat in grün mehr. Lila sieht so Fantasy-mäßig aus. Nicht, dass das was Schlechtes wäre. Flieg! Ach komm schon, der war doch wirklich nicht so weit weg. Den hättest du doch kriegen können. Geh drüber! Geh drüber! Ah, den hätte ich jetzt gern gehabt. Oh Gott, ich hatte schon Angst bekommen gerade. Dankeschön. Oh, den holen wir uns aber. Der hat den so knapp über dem Boden benutzt. Der hat den ernsthaft durchgelassen? Kann ich nicht glauben. Zack. Dankeschön. Für diesen fantastischen Treffer. Kinderleicht. Okay, es wird Zeit, dass ich den in der Mitte auch noch kriege. Da, wo die den gerade nicht... So, jetzt. Dankeschön. Jetzt kriege ich auch die Punkte, die ich brauche, um das Spiel zu beenden. Au! Oh, direkt noch mehr. Nochmal. Schade. Yes! Und da sind sie. Ich habe den Großen gar nicht mehr gesehen. Der ist plötzlich verschwunden. Sogar der Ball fliegt weg. Der wird auch eingesaugt. Okay, der Typ wird einfach so bis nach oben direkt weggesaugt. Ich hatte mich schon gewundert. Jetzt dürfte ich ja Super Galen kriegen als Charakter. So, jetzt kommt erstmal das Ending. Was ist denn dein Ending? Gute Arbeit, Galen. Das ist gar nicht schlecht. Danke, Herr Nahatom. Oder Nahatum. Mach dir keine Gedanken ums Geld. Das wird unsere Hauptattraktion. Vielen Dank, Herr Nahatom. Oder Nahatum. Aber ich habe noch ein Problem. Ja? Dass ich das am Ende erscheint, sieht nicht so gut aus wie ich. Was? Ich meine, aber natürlich, mein Herr. Ändere es sofort. Na, wie gefällt Ihnen das? Fantastisch. Warum machen wir es nicht zu unserem Team-Maskottchen? Wie? Haha, wir werden eine Menge Geld machen. Wie sieht das bitte aus? Das muss ich als Thumbnail nehmen. Die Galenanlage, die gestern eröffnet wurde, wurde geschlossen. Die Ursachen dafür sind aggressive Geschäftsmethoden und ihr neues schauriges Maskottchen. Ach so, die haben ein neues Spielfeld aufgemacht, scheinbar. Warum?
Das gruselige Maskottchen. Man kennt es. Oder das schaurige. Ich bin stolz auf dieses Märtyrer. Danke. Ich bin stolz auf dieses Match. Danke. Super Galen erhalten. Ja, der letzte dumme Charakter, den ich spielen muss. Oh, ich habe keine Lust. Ich kann ihn nicht leiden. Der Meisterschaftsmodus. Noch ein letztes Mal, dann haben wir es geschafft. Wie die da beide so stehen. Bei dem kann ich die Farbe wieder an. Guckt euch das an, wie es aussieht. Der eine macht so hey und der macht so ho. Sieger! Sieger! Warte mal. Sieger! 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 Super steht da. Warte mal. Was sind seine Stärken? Können die angucken? Fähigkeit ist Select. Entschuldigung. Der ist in allem super gut. Warum ist er in allem so gut? Sieger! Ja, und dann wollen wir noch Tat! Hehehe. Ja, genau. Tat gegen Tat! Super Galen! Jetzt hat er die neue Maschine. Ob er damit alleine spielen darf? Kann er eigentlich den gleichen Special Move? Ich glaube ja, ne? Dürfte denselben können wie als normaler Galen, glaube ich, mit dieser Bombe und so. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Macht er das gleiche? Wir haben das schon mal gesehen von dem. Wie wär's, wenn wir es herausfinden? Ja, es ist der gleiche Special Move. Okay, na dann. Nochmal so einen Punkt holen. Miau. Und den irgendwie macht Galen gerade alles. Ach, fuck. Du solltest den gar nicht nach vorne spielen. Du solltest den einfach nur nach unten spielen. Und das war alles. Und er hat den aber nach vorne angenommen. Yes! Jetzt kann ich mir wieder den Matchball holen. Und zwar mit dem hier. Mit dem Roboter von der Katze. Oh Gott, nein! Nichts passiert. Es ist nichts passiert. Warum habe ich immer noch meine beiden Dingsies da oben? Weil es nicht geklappt hat? Nee. Hä? Werden doch nicht alle verbraucht? Ich dachte, es werden alle verbraucht. Dann probieren wir es nochmal. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen das gleich mal ausprobieren nochmal. Bam! Mau! Lang lebe ich! Ah, oh, das gefällt mir. Ein Egoist ist das. Gibt's ja gar nicht. Lang lebe ich! Das hofft man doch immer, oder? Dass man selber lange lebt. Ich habe mir immer vorgenommen, auf der Arbeit nicht zu sterben. Das ist so das. Ich habe mir jetzt einen Finger abgesägt. Also nicht den ganzen. Vor allem auch nicht gesägt. Ich habe mir die Fingerkuppe abgefräst und es ist. Fühlt sich schon sehr, sehr scheiße an, wenn einem tatsächlich auf der Arbeit mal was passiert. So ein Unfall halt. Wie oft passieren Unfälle zu Hause? Ich meine, ja klar, wenn man viel macht zu Hause, dann passieren da auch Unfälle. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, renoviert oder sowas. Oder saniert. Oder wenn man irgendwas baut zu Hause. Meistens ist das so im Eigenheim, wenn man im Garten ist oder so. Da kann einem was passieren. Du kannst von der Leiter fallen überall. Oder wenn man hier in der Bude mal eine
eine Dingens rausdreht, eine Glühlampe aus der Fassung oder so. Da kann man auch von der Lampe oder von der Leiter fallen. Kann passieren. Und von der Leiter fallen ist eine der häufigsten Unfallursachen. Gerade im Haus und auch auf der Arbeit. Halt, wenn Leitern da benutzt werden auf der Arbeit, dann natürlich. In so einem Büro wird das nicht passieren. In einem Büro hast du halt auch keine Unfälle. Was soll da passieren? Der Drucker explodiert oder so. Bam! Ah! Sie sind in die Luft geflogen. Miau. Bam! Los! Nimm das! Lang lebe ich, ja. Frag mich, was seine Story sein soll. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es was Sinnvolles ist. Nein, wirklich, ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht daran, dass es was Sinnvolles ist. Ich glaube, es wird Blödsinn. Sieger! Nimm das! Na komm! So, da oben noch einen hin. Und es hat ihn abgefangen. Nur nochmal dahin. Hat den nicht abgefangen. Der Ball kommt zurück aufs Spielfeld. Nochmal! Das passiert ihm öfter. Dieser Bohrer, den der dabei hat. Dieses komische... Dieser Bohrer halt. Der erinnert mich so stark an Gurumin. Dieses Spiel für PSP, das es auch für PC gab, aber glaube ich nicht auf Englisch oder Deutsch, sondern halt nur auf Japanisch. Zumindest ist das mein letzter Stand der Dinge. Ich habe das Spiel damals auf Japanisch gespielt, bis zu einem Punkt, an dem man irgendwas eingeben musste. Also man musste wirklich Text schreiben in irgendeinem Level am Anfang, damit man weiterkommt. Was war da? Da war so ein komischer... Was war das? Ein Totempfahl oder so ein Schädel oder sowas auf so einem Ding und das hat dann irgendwas abgefragt und das musstest du eingeben. Und versuch mal japanischen Text irgendwo einzugeben in einem Videospiel. Vor allem, wenn du ich musste dafür extra die japanischen Zeichen-Dingsbums installieren. Das war damals auch, glaube ich, auf dem Windows XP-Rechner. Ich habe damals auch, um ein anderes Spiel zu spielen. Das hieß AI Space. Das war im Grunde ein... ich habe früher immer nur iSpace gesagt, aber das ist ja AI. Das war im Grunde so eine Art MMO Chatroom fast nur, wo man dann eigentlich so seinen Charakter hat, den man dann aufbaut und sein Zuhause und so. Und dann kannst du so kleine Minispiele drumherum in der Welt machen. Das war eigentlich ganz witzig. Vor allem gab es da so... vom Toho Project verschiedene Kostüme und sowas, die man, glaube ich, hätte kaufen müssen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe irgendwie 13 Stunden gebraucht, um die Scheiße zu installieren, bis das alles lief. Das war super anstrengend. Und dann hat das natürlich übelst gelaggt und du konntest die Spiele nicht machen vernünftig, weil du hattest halt mega Verbindungsprobleme zu dem japanischen Server und es ging dann einfach nicht. Aber ich hatte damals irgendwie ein Video auf YouTube hochgeladen, auch wo ich in so einer Lobby stand, so in der Stadt da rumstand und dann lief da im Hintergrund einfach ich glaube es war Chirnos Perfect Math Class auf so einem riesigen Fernseher. Es war cool irgendwie, das so zu sehen. Aber das war, naja, andere Zeit. Komm! Ein Punkt für mich! Ob ich heute noch mit irgendwas anderem anfange? Was heißt mit irgendwas anderem? Wir wissen genau, womit ich anfangen möchte. Aber schaffe ich das noch? Es
ist gerade 11.10 Uhr. Wenn ich das... Ja, ich meine, ich könnte bestimmt noch eine Stunde oder sowas dann... das nächste Spiel reinhauen. Das geht bestimmt gleich. Aber ich wollte ja auch noch mal eben die anderen Stages und sowas zeigen, die ich jetzt noch freigeschaltet habe und so. Also ein paar Minuten werde ich hier noch verbringen in diesem Spiel, vor allem weil auch noch ein Kampf kommt. Bam, nimm das! Sieger! Und er nimmt den Punkt auch noch. So, machen wir den Roboter. Wir machen sie platt. Bam! Wow! Ich! Ja! Lang lebe ich. Super Galen ist jetzt, glaube ich, gleich wieder in Rot. Schätze ich. Ja. Mit einem silbernen Roboter. Bohrer. Woran mich der Bohrer auch erinnert, ist an Merko von Mischief Makers, der Vogel. Ihr wisst genau, wen ich meine. Der etwas Bekloppte da. Einer von den drei Bekloppten. Der hat doch auch immer so einen Bohrer als in seinem Bosskampf und so. Der sich dann später in dieses Vogelmaschinen-Ding entwickelt. Verwandelt. Transformiert. Transformers wollte ich auch mal spielen. Verdammt, dieses PS2-Spiel. Es gab mehrere Transformers PS2-Spiele. Ich meine nicht das zu dem Film. Ich meine das zu der quasi alten Transformers-Serie. Das Ding war halt... Das Spiel war halt wirklich gut, aber es war halt brutalst schwer. Und ich würde millionenfach sterben, schätze ich. Also, heilige Scheiße. Ich konnte das Spiel mal relativ gut, als ich so in der Materie drin war, als ich die Steuerung raus hatte und so. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so gut könnte. Ich habe das Spiel öfter nochmal reingeschmissen. Auch auf dem Emulator ausprobiert, ob das läuft und so. Es geht, ist kein Thema. Aber mein Gott, vor allem habe ich bei dem Spiel auch immer gecheatet. Es gibt einen Cheat, wo man keine... bei Transformers gibt es halt ein Feed, wo man keine Einschränkungen hat, was für Sachen man ausrüstet. Und ohne diese mit dieser Einschränkung und ohne diesen Cheat ist das so schwer, das Spiel. Weil die ganzen Sachen, die man ausrüsten kann, haben halt immer so eine bestimmte Überlastungspunktzahl. Du kannst halt nicht so viele Sachen gleichzeitig ausrüsten, die sehr gut sind. Du kannst das immer nur so ein bisschen ausbalancieren. Nach oben, bam! Ja, er hat den nicht bekommen, der Idiot! Jetzt kriegen wir den Matchball! Das wird das letzte Mal, dass ich einen Punkt mache. Pass mal auf. Das kriegen wir hin. Ich zeig dir, wie das geht! So! Bumm! Oh, das war episch, was? Boah, war das cool. Ich! Lang lebe ich! Ja, ich hab's geschafft. Das war's! Easy! So. Schalten wir damit eigentlich noch irgendwas frei? Wahrscheinlich. Irgendein Ball oder so. Namco Production Stuff. Ich habe ganz und gar gewonnen! Die Sportanlagen der Welt gehören mir, Super Galen. Du bist gerade der ganz normale Galen. Du Piep. Oh, schon wieder. Hä? Es ist nicht fair, dass du super bist. Dass nur du super bist. Super. Aber wir denken, dass dein Name Super das Spiel gewonnen hat. Ach so, ganz bestimmt. Was? Du erlaubst dir Scherze über mich? Warum nennst du dich dann nicht Super? Dann wirst du sehen, wie gut ich wirklich bin. Und alle haben so und so. Oh mein Gott, Klonoa. Was ist mit dir los? Ja, großartig. Muh. Sieht aus, als würde es leicht werden.
Fang noch einmal an. Beep und... Ja, Super Garland wurde schwer geschlagen. Diesmal wurde er schwer geschlagen, nicht nur leicht. Ja, ich werde zum Super-Hyper-Ultra-Riesen-Garland-DX und ich werde alle schlagen, die sich beschweren. Er wird wieder gefeuert, richtig? Da steht sogar S-H-U-R. Was wird aus deinen Eroberungsplänen? Bring mir eine Rakete! Verrückter Kerl. Was war das denn? Was war mit Grips? Was ist dieser Ball? Grips. Ich habe keine Ahnung. Speichern abgeschlossen. Wir werden das jetzt mal eben ausprobieren, was wir gerade bekommen haben. Was war denn gerade? Okay, Schaukampf war ganz schön immer auf dem Bild. Hab ich gar nicht erinnern. So, Normalmodus. Bla bla bla. Das kennen wir alles. Dankeschön. Wir spielen mit. Auf jeden Fall mit Tat. Hey! Und, komm, Popka. Jawoll! Jawoll! Gegen. Muss gewinnen. Muss gewinnen. Und, Hard Moo. Warte. Und nochmal. Ich möchte die richtigen Farben haben. Ne, Popka hatte ich, ne? Jawohl. Popka gegen. Muss gewinnen. Den und Hardmoon Blau. Yeah! Das Hochlandfeld. Ist das Hochlandfeld. Ist nichts mit einem Fels. Okay, wir machen einfach nur wieder 5 Punkte Spezial auf 1. Ist okay, wir machen das nur mal eben zum Ausprobieren. Kindermodus, Spielgeschwindigkeit, normal. Ball, Boomy, Bernie und Grips habe ich noch. Charaktergröße klein. Was auch immer der Bernie-Ball ist. Macht merkwürdige Geräusche und klein, aber schwerer Ball. Boomy, nach einiger Zeit Explosion. Großer Leichtgewichtball, das ist ein normaler Move-Ball. Okay. Passt, Spiel starten. Mal gucken, was wir hier jetzt für lustige Sachen haben. Die sind jetzt winzig klein auf dem Feld. Bäum. Es gibt keine Musik hier. Okay. Haben die jetzt auch gepitchte Stimmen? Haben die wirklich? Nein. Ah, doch, ist Musik da. Aber so ganz leise nur. Ich mag den Ball. Er gefällt mir. Boing. Na komm schon. Ist doch leicht, oder nicht? Dankeschön. Und wenn der Ball fällt, macht es so ein Geräusch. Ob das von der Stage kommt oder einfach nur von dem Ball jetzt auch. Dass der, wenn er runterfällt, so macht. Das typische Fallengeräusch. Also Fallen, wie dass es herunterfällt und nicht wie eine Falle. Aktiviere meine Fallenkarte. Nee. Mann, haben die ein Glück, dass sie nicht auf der anderen Seite runterfallen. Was ist das eigentlich für ein komisches Netz? Ich bin Nummer 1! So, wir machen den letzten Ball auch nochmal eben. Nochmal versuchen. Ja, können wir machen. So, wen nehmen wir denn? Um Leorina. In so. Kann man die nur nochmal nehmen? Nee, kann man nicht. Und selber nochmal ganz. Muss gewinnen. Gegen Joker. Los geht's. Und Chippy. Chippel heißt der. Verdammt nochmal. Weihnachten. Weihnachten ist gut. Weihnachtsfeld, Spielgeschwindigkeit machen wir mal langsam. Grips. Und normal groß.
Letzte Runde für heute. Und für immer. Das wird das letzte Mal, das Spiel jemals anrühre, vermutlich. Vielleicht. Mal gucken. Schön weihnachtlich hier. Ich mag das Netz. Lasst uns anfangen. What the fuck? Das sieht lustig aus. Was so Zeitlupe jetzt? Aber der Ball soll ja schwer sein. Kleiner, schwerer Ball. Und das merkt man, denn der fällt halt viel schneller als wir. Das ist eine gute Kombo eigentlich. Denn so kann man den Special Move nicht mehr versauen. Wenn man zu früh springt. Ach komm schon. Na komm. Rüber mit dem Shit. Bam! Dankeschön! Nimm das! Und here we go! Bam! Gerüstet! Spielstand! Sind die bald mal fertig? Geschafft! Warum gab es da keine Wiederholung? Das war ja lahm. Anyway, meine Freunde, das war's von meiner Seite aus mit Let's Play Klonoa Beach Volleyball. Es ist 11.23 Uhr und ich werde mich jetzt einem besseren Spiel widmen, schätze ich. Also, ich speichere das noch. Keine Ahnung, ob das nötig ist. Ich schätze nicht. Aber tatsächlich, da sind andere Leute. Da ist, ich sehe auch den Tat-Roboter an der Seite. Es ist ein anderes Bild. Es ist in der Tat ein anderes Bild. Oh, die Musik hier ist ja auch klasse. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war hier auch beim letzten Mal. Nein, reicht. Reicht, speichern, abbrechen. Ja, ich habe gerade gespeichert. Catchy. Spackt das Bild bei euch da auch so ein bisschen rum? Ich glaube, ich habe es in der Aufnahme auch gesehen. Ja, genau da. Hä? Ja doch, es passiert tatsächlich. Anyway, Freunde. Bis dahin.